Ja, hallo. Es geht wieder um die Nullstellen der komplexen Sinusfunktion. Und oben rechts in den ersten gelben Kasten habe ich euch auch schon aufgeschrieben, was ihr bereits wisst. Ich habe euch ja gesagt, man findet die Nullstelle einer Funktion, indem man gemeinsame Nullstellen von Realteil der Funktion und Imaginärteil der Funktion sucht. Ja, das haben wir auch gemacht. Und zwar bei der Exponentialfunktion, allerdings ohne Erfolg, denn die hat ja gar keine Nullstellen. Ja, aber prinzipiell kann man das so machen. Und in den gelben Kasten darunter, da habe ich euch noch eine Möglichkeit aufgeschrieben und um diese Möglichkeit geht es in diesem Video. Man kann nämlich die Nullstelle einer komplexen Funktion finden, indem man einfach die Stellen sucht, wo der Betrag gleich 0 ist. Ja, ist ja auch einleuchtend, wenn ihr euch die gaußsche Zahlenebene anguckt, die W-Ebene, auf die abgebildet wird. Na, wenn der Betrag gleich 0 ist, genau dann hat die Funktion eine Nullstelle. Gut, die Formel für den Betrag habe ich euch auch schon darunter geschrieben. Den Betrag einer Funktion findet man, indem man den Realteil der Funktion quadriert und den Imaginärteil der Funktion quadriert und dann die beiden Quadrate addiert und daraus die Wurzel zieht. Ja, das ist der sogenannte Satz des Pythagoras. Den muss man da anwenden. Ja, daher kommt diese Formel, denn Realteil und Imaginärteil stehen ja senkrecht aufeinander und bilden so ein Dreieck. Ja, also daher kommt das. Und damit könnte man jetzt den Betrag berechnen. Aber wir kennen ja nicht den Realteil von Sinus Z und den Imaginärteil von Sinus Z. Ne? Den kennen wir nicht. Aber dafür gibt es Formeln in Tabellenbüchern. Ich leite die auch mal her. Man kann zum Beispiel die Sinusfunktion zerlegen in Realteil und Imaginärteil. Das sieht dann so aus. Sinus Z ist gleich Sinus X mal Cosinus Hyperbolicus Y plus I mal Cosinus X mal Sinus Hyperbolicus Y. Ja, und das ist dann der Realteil, denn da kommt ja kein i drin mehr vor. Ja, das sind beides hier reelle Funktionen, dieses Produkt hier. Und das ist der Imaginärteil. Ja, das i gehört natürlich nicht mehr mit zum Imaginärteil, ne? Sondern der Koeffizient von i, das ist ja der Imaginärteil. So, und wenn ich also diese Formel kenne, die muss ich natürlich kennen, ne? Dann kann ich hier den Realteil von Sinus Z in die Betragsformel einsetzen und den Imaginärteil hier, den roten, kann ich da auch einsetzen. Und dann erhalte ich die Formel ganz unten. Das ist die Formel für den Betrag von Sinus Z. Ja, und wenn ich die Nullstellen suche, muss ich nur noch gucken, wo ist denn der Betrag gleich 0? Ja, ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe das hier links in den Plotter eingegeben, also diese Formel ganz rechts unten, Betrag von Sinus Z, ne, diese Wurzel da, diese ganz lange Formel, die habe ich eingegeben in den Funktionsplotter und der hat mir den Betrag der komplexen Sinusfunktion ausgedruckt. Ne, sehe ich auch nochmal hier unten. Gut, dann gucken wir mal, ob ich im vorigen Video richtig gerechnet habe. Also, wir haben ja im vorigen Video festgestellt, die Sinusfunktion, also die komplexe Sinusfunktion, hat nur reelle Nullstellen. Im Komplexen hat die keine. Und da gucken wir uns einfach mal hier an. Das hier ist z und hier ist 0, also der Boden, der hier von diesem Koordinatensystem, das ist z gleich 0. Und da sehen wir, die ganze Ebene ist leer. Außer da, wo y gleich 0 ist, also da, wo die reelle Achse ist, da ganz unten im Tal, ja, da trifft also der Graph, die Betragsfunktion besser gesagt, die Betragsfunktion trifft da ab und zu hier den Wert 0. Ja, da ist also der Betrag gleich 0 und deshalb hat die Sinusfunktion dort eine Nullstelle. Ja, kann man auch nochmal drehen hier von der Seite gucken, da sieht man es besser. Ja, also nach oben hin, da verläuft die Z-Achse, ne, und da ganz unten, da ist 0. Ja, da ist also dann der Betrag gleich 0 und das ist genau auf der reellen Achse und zwar immer nach Pi, immer nach 3,14. Ne, haben wir ja auch ausgerechnet. Die Nullstellen sind k-fache von Pi. Ja, also wir sehen, ich habe im letzten Video richtig gerechnet.
die komplexe Sinusfunktion, die hat nur null, die hat keine Nullstellen im Komplexen, sondern nur auf der reellen Achse, also da ganz unten im Tal, wo es da immer hier, wo die Betragsfunktion ganz kurz immer hier den Boden, also die Nullebene sozusagen berührt. Ja, gut, haben wir richtig gerechnet. Ja, und das war's auch schon. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen.